In der Ausbildung zur Pflegekraft haben wir gelernt, wie man mit Patienten kommunizieren soll und natürlich auch die Dinge, die man bei einer Kommunikation nicht machen sollte. Was tatsächlich nicht angesprochen wurde, ist halt, wie wir uns benehmen sollen oder besser gesagt, was sind die Dinge, die ein Patient oder ein Bewohner in einem Pflegeheim bei uns nicht beobachten oder hören sollte. Man muss sich das so vorstellen. Für viele Bewohner im Pflegeheim oder für Menschen, die alleine zu Hause leben, ist das Highlight des Tages, wenn die Pflegekraft zu denen kommt. Die erzählt so, was passiert draußen in der Welt oder was gibt es Neues, was können die hören, was für Informationen können sie von der Pflegekraft bekommen, sind meistens die einzigen Informationen, die neben dem Fernseher oder dem Radio in diesen Räumen kreisen. Im Laufe der Zeit als Pflegekraft habe ich einiges zusammengesammelt, was ich selbst gemacht habe oder bei anderen beobachtet habe, was man wirklich nicht bei Patienten machen sollte. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte. Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten hat. Und Stiegelmeier, der Marktführer bei Betten für Krankenhäuser und Pflegeheime. Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also, heute wollen wir uns mit den Dingen befassen, die wir als Pflegekräfte bei einem Patienten nicht machen sollten. Seit Jahren bin ich in der Pflege tätig und es ist wirklich für mich persönlich ein Segen, dass ich mir die Mühe mache, um den Tag, den ich hinter mir habe, einmal zu durchleben in meinem Kopf abends, bevor ich abschalte, um zu gucken, was habe ich denn heute so gemacht? Habe ich was Gutes gemacht? Habe ich was Schlechtes gemacht? Und dann versuche ich, aus dem das Beste rauszuholen, um das Gute noch, wenn es geht, besser zu machen und das Schlechte zu verbessern. Und so kommt es halt dazu, dass man manchmal irgendetwas irgendwo sagt oder erzählt oder macht und später fragt man sich, okay, gehörte das dahin oder eher nicht? Und so ist es dazu gekommen, dass ich die Erfahrung, die ich gesammelt habe aus meinen Fehlern und natürlich die, die ich bei anderen beobachtet habe, hier in dieses Video implementiert habe. Fangen wir mit dem ersten an. Telefoniere nie vor einem Patienten. Es ist tausendmal nicht nur mir, auch anderen passiert. Du bist mitten dabei, jemanden zu duschen oder zu waschen oder reichst ihm die Nahrung an und auf einmal klingelt das Diensthandy. Gehst du ran? Nein. Also das ist die goldene Regel, geh nie ran, egal wie wichtig es ist, es sei denn, es wurde irgendetwas vereinbart, ey, es gibt Notfall, ich rufe dich an. Aber wenn nichts vereinbart wurde, geh einfach nicht ran. Der Fokus gehört dem Menschen. Ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, dass Pflegekräfte dem Patienten die Nahrung anreichen und auf dem privaten Handy mit irgendeinem Freund, Nachbar, Verwandten, was auch immer, telefonieren. Erstens ist es total respektlos dem Menschen gegenüber, weil du bist ja dort, um ihn zu pflegen, um ihm zu helfen. Und dann widmest du dich irgendeiner anderen Person und machst die Arbeit einfach so. Das ist nicht nur respektlos, sondern es ist nicht fachlich und auch nicht professionell. Die zweite Sache, die ich selbst auch mal erlebt habe und die ich sehr oft beobachten konnte, ist ein Streit zwischen zwei Pflegekräften vor dem Patienten. Zwei Pflegekräfte streiten, die Fetzen fliegen und die Patienten oder ein Patient sitzt davor und saugt alles auf und schaut zu. Nun, es gibt Patienten, die sind neugierig, die hören sich das alles an und haben später Tratschmaterial im Pflegeheim. Es gibt aber auch Menschen, die ein Trauma erlebt haben und die so eine, wenn sie so eine Szene betrachten, dieses Trauma wiedererleben. Also man kann nie wissen, was man auslöst bei den Menschen, die sich in diesem Raum mitbefinden durch die eigene Streiterei. Wenn ihr irgendwie einen Zoff mit eurer Kollegin oder eurem Kollegen habt, dann versucht es auf eine andere Art und Weise zu regeln. Verabredet euch in einem stillen Raum, setzt euch dahin, wenn es dann auch sein muss, dass ihr euch gegenseitig anschreit, aber versucht es in diesem Raum zu behalten, dass die anderen das nicht mitbekommen. Erstens ist es wirklich sehr schädlich für euch beide, für euren Ruf. Zweitens für das ganze Team, weil die Patienten sehen dann, okay, oder die Bewohner sehen dann, dass das Team nicht einheitlich ist und wie wollen die uns pflegen, wenn sie sich gegenseitig nicht respektieren.
Die dritte Sache, erzähle nie private Sachen deinem Patienten oder deinen Bewohnern. Es passiert sehr oft, du bist morgens frustriert, du gehst zur Arbeit, dein Kopf ist voll noch von gestern Abend und du musst wieder arbeiten, du musst die Menschen pflegen und dann bei der Morgenpflege quatschst du über deine Probleme, lässt einfach mal deine Seele raus und ja, jammerst dich bei einem Patienten ab. Ist es gut? Ja, vielleicht fühlst du dich in dem Moment erleichtert, aber wirklich, ist es gut? Nein. Warum? Erstens, der Mensch hört Sachen, die vielleicht ihn nichts angehen oder die ihn vielleicht auf irgendeine Art und Weise belasten. Vielleicht hört er auch etwas, was er morgen gegen dich verwenden kann. Du weißt nie, wie der Mensch drauf ist. Ist es ein lieber Mensch oder ist es jemand, der ganz fies ist und der dann versucht, irgendwie aus deinen Informationen für sich was rauszuholen, damit er dich später ausnutzen kann? Nichtsdestotrotz kommt es auch dazu, dass die Menschen dann deine Geschichte einfach weitererzählen, weil sie Mitleid mit dir haben und es weiter verteilen wollen, damit die anderen wissen, oh, was für ein armer Kerl der Judah ist und wie kann man dem armen Kerl dann da helfen. Also ungewollt hast du auf einmal eine Atmosphäre in deinem ganzen Team, in deinem ganzen Pflegeheim, dass die Leute über dich reden, obwohl du das gar nicht wolltest. Wenn du dich in irgendeiner Form entlasten möchtest, die Sachen, die auf deiner Seele drücken, loswerden möchtest, dann würde ich das lieber bei einer professionellen Person machen. Also ich würde wirklich einen Therapeuten suchen, wo ich mich von Zeit zu Zeit so richtig ausweinen kann und mich erleichtern kann. Oder ich würde mir einfach eine vertraute Person aus meinem Freundeskreis suchen und mit dem irgendwo ein Bier trinken und mich dann ja, einfach ausschütten und gut ist. Der vierte und letzte Punkt ist, lästere nie über deine Kollegen, deine Vorgesetzten oder externe Kräfte, die in deinem Team tätig sind oder in dein Pflegeheim kommen. Das kennen wir alle. Wir haben die Nase voll von der Arbeit. Wir haben die Nase voll von diesem Klugscheißer-Kollegen, der irgendwie irgendetwas immer zu sagen hat. Oder zur PDL, die so richtig militant und streng ist. Oder zum Arzt, der mir die Hölle heiß macht und mir tausendmal den gleichen Scheiß erzählt, wie ich die Medikamente beim Patienten zu verabreichen habe. Was macht man dann? Dann erzählt man Mist. Man ist bei der Pflege, man erzählt dem Patienten Sachen, die ihnen erstens nichts angehen, zweitens, die nur schädlich sein können. Du denkst, okay, ich lass mal hier die Sau raus, ich erzähle jetzt das, was mich belastet über den Typen oder ich will ihm eins auswischen und erzähle einfach alles, was ich weiß über den Typen, was ihm schaden kann, ohne dabei nachzudenken, was für einen Schaden bringe ich mir selbst zu. Erstens, du weißt nie, in was für einer Beziehung der Patient und diese Person stehen. Vielleicht ist er in einer besseren Beziehung zu der Person als dir gegenüber und wartet nur ab, um zu hören, wie negativ du über seine Lieblingsperson sprichst, um ihm dann alles zu erzählen. Erstens hast du dann das Vertrauen des Patienten verloren, zweitens hast du Streit mit deinem Kollegen vielleicht. Wolltest du das gar nicht? Wie vorhin schon erwähnt, die Patienten reden untereinander und Gerüchte verbreiten sich sehr schnell. Von daher kann es dazu kommen, also das Worst-Case-Szenario wäre, dass die Informationen, die du im Vertrauen gesagt hast, weitergeleitet werden und dann hast du ein gesplittetes Team. Du hast Streit im Team, du hast Unvertrauen im Team und das ist wirklich schlecht für ein Team und für das komplette Klima auf dieser Ebene oder in diesem Heim oder in diesem Pflegedienst, weil die Leute vertrauen sich dann nicht gegenseitig. Wie wollen sie dann zusammenarbeiten? Nun, das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Thema war nutzbar und wird auch interessant sein und ich hoffe, ihr habt Ergänzungen und noch andere Dinge, die ich vergessen habe oder nicht berücksichtigt habe, haut rein, die Kommentare stehen euch zur Verfügung. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch hinterlassen, so unterstützt ihr mich und den Algorithmus, dass andere Pflegekräfte dieses Video einfacher finden. Wenn euch der Kanal gefällt, einmal das Abo drücken, es ist völlig kostenlos und unverbindlich. Wenn ihr das Glöckchen drückt, kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video da ist. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.